Ja Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles, in der wir jetzt hier an unserer neuen Befestigungswahl bauen. Aber bevor wir das tun, gucken wir uns mal hier das Rad der Schmerzen an, denn es ist fertig geworden. Hier unsere zwei neuen NPCs. Und am meisten interessiert mich natürlich hier die Zauberin Yndra aus Zamoria, beziehungsweise Zauberer, ich weiß es gar nicht. Und Klaue von Jebal, auch interessant. So. Was kann nicht platziert werden? Okay. Zauberer können wir nicht platzieren. Aber hier, dich können wir platzieren. So. Du hast Dolchwaffen. Und einen Ausschnitt, der hier eigentlich verboten gehört. So, wir gucken mal ganz kurz. Beweglichkeit 100%, Leute. Das ist eine absolute 100% NPC-Figur. Auf dem Gebiet, also da macht Stärke halt Leveln jetzt überhaupt keinen Sinn. Vitalität ist bei 0 und Mut bei 15 und 1008 Leben. Sieht schon ganz gut aus. Wie sieht es denn hier mit der Bewaffnung aus? Die haben 24 Schaden. Mal gucken, was hier unsere alten Dolche für Schaden haben. So, die haben 31. Ja, gut, es sind minimal besser. Aber. Interessant. So, dich packen wir mal hier dazu. Und ja, jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem anderen halt, mit dem anderen NPC eigentlich? Dieses Leib kann nicht platziert werden. Also muss man sie an irgendeine Werkbank setzen. Und ich habe mich ja vor der Folge mal wegen Zauberei und sowas informiert. So, eigentlich, ich weiß gar nicht, können wir jetzt. Nee. Wie können wir Zauberei freischalten? Ein unfassbar boshaftes Artefakt, das eine körperliche Transformation verspricht. Ja, okay, das ist es schon mal nicht. Wir brauchen irgendeinen Tisch, der uns Zauberei lernen lässt. Aber ich habe natürlich keinen Plan, welcher das sein soll oder wo wir den finden. Hier sind auf jeden Fall nur die Religionen am Start. Das wäre also ein Punkt, da. Oh, Hunger. Da müsste ich mich halt nochmal informieren. Was ist das hier? Rüstungsmacher Großmeister. Ja, okay, da brauchen wir jetzt hier uns erstmal nicht mit beschäftigen. Ja, die Frage ist halt, was machen wir jetzt hier mit dem NPC? So. Er hat keine. Also wird nicht irgendwie irgendwann despawned oder so. Das ist schon mal was. Aber ja gut, irgendwann müssen wir uns halt mal mit auseinandersetzen. Aber nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal hier an der Mauer weiter. So, und dementsprechend würde ich sagen, wir reißen erstmal hier den Teil ab. So, dass wir hier frei bauen können. Die Dinger hier natürlich auch, die brauchen wir dann nicht. So, ja, krass, wir sind überlastet. Ja, Leute, ich mache das mal ganz schnell hier offscreen. So, das hätten wir soweit. Wir bauen wieder Wände. Hier Außenseite. Passt das so? Nee. War ja klar, dass wir uns hier erstmal verbauen. So, so rum. Genau. Müssen wir immer jetzt drehen oder was? Nee, hier nicht mehr. So, jetzt müssen wir halt mal gucken. Wir sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 entlang gegangen. So, das müssen wir hier natürlich auch machen. Und das hier abreißen. So, 1, 2, 3, 4 und 5. 6, 7. 6, 7. Okay, ist dann etwas ungerade, aber okay, dann reißen wir das hier ab. Da müssten wir hier einen Turm auch hinbauen können. Irgendwie. So, oder wollen wir noch eins vorziehen zur Sicherheit? Hier vorne brauchen wir. Ja, machen wir es. So. Genau. Dann haben wir hier schon mal unseren Turm für das nächste Mal. Also schon mal den Ansatz zum Turm. Fertig. So. Das hier machen wir auch mal so weit. Dass wir das abgehakt haben. Perfekt. So, hier außen auch. Und ich habe ja in der letzten Folge versucht,
das mal hinzubekommen mit den Kisten auf einer Rampe. Irgendwie habe ich es jetzt nochmal versucht und jetzt geht's nicht mehr, warum auch immer. Ich kann es mir nicht erklären. Aber ihr habt es ja gesehen in der letzten Folge. Es hat funktioniert, zumindest kurzzeitig. So, jetzt bauen wir hier erstmal den Scheiß. Und ja, jetzt können wir das hier natürlich auch verschieben. Machen wir erst einmal... Ups. Erst einmal da hinten in die Ecke. So, dass es hier nicht im Weg steht. So, da sieht es doch ganz gut aus. Perfekt. Okay. Dann fangen wir hier mit dem Turm an. Dürfte jetzt etwas schneller gehen. Ja, wir haben ja soweit den Ansatz jetzt hier kapiert. So. Na gut, was heißt, es wird schneller gehen. Wahrscheinlich machen wir trotzdem irgendeinen Fehler. So. Aber wir bauen jetzt einfach mal hier ganz entspannt. Das ist ja auch mal toll. Muss schließlich auch sein. Und es macht ja auch Spaß. So ist es ja nett, dass wir uns jetzt hier irgendwas aufzwingen, was keinen Spaß macht. Dann würde ich es offscreen machen. So. Hier, altes Prinzip. Ah, vielleicht hätte ich erstmal hier in der Mitte die Fundamente setzen sollen. So, dass wir hier nicht nachher so blöd bauen müssen. So, hier noch eins. Hier oben können wir auch gleich weiter das ziehen. So, ich habe mich jetzt auch noch nicht informiert hier wegen dem Dach bei den Türmen, wie wir die machen können, ob wir den so machen können, wie ich es mir vorstelle. Das werden wir irgendwann in Angriff nehmen. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir hatten, glaube ich, ja genau, wir hatten zwei Stockwerke nach oben. Wobei ich überlegt habe, ob wir den Turm nicht vielleicht noch ein bisschen höher ziehen. Aber wir lassen jetzt erstmal das. Wenn wir dann vielleicht irgendwann im Zuge von Umbauarbeiten oder sowas mal in Kauf nehmen. Das finde ich diese komisch aussehende Wolke, die wir in einer der letzten Folgen auch schon mal gesehen haben. Diese eine einzige seltsame Wolke, die hier rumwandert. Ich weiß nicht, was das sein soll. Leute, wenn ihr da eine Idee habt, wenn wir da vielleicht was auf der Spur sind, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier sind wir ja nach rechts gegangen mit der Leiter, also müssen wir hier in dem Turm nach links gehen. So. Hier einmal. Genau. So, da, ups, das wollte ich hier nicht haben. Aber hier. So, jetzt sind wir... Jetzt ist schon ein Moment her, dass ich das gebaut habe. Also nicht allzu lange, aber ein paar Stündchen. Deswegen müssen wir mal schauen. Hier, 1, 1. Ja, okay. Waren wir schon richtig? Ja, ist ein bisschen Copy and Paste hier, aber lieber so nochmal, als dass wir hier das Ganze einmal umsonst bauen und dann die ganze Zeit hier umstrukturieren müssen. So. Einmal hier, einmal da und da, glaube ich, konnten wir auch noch eins setzen. Aber wo habe ich den jetzt hin platziert? Da hinten wollte ich auch nicht hier haben. So, ah, hier. So, da kann ich doch nochmal was hinsetzen, sonst... Sonst falle mir hier durch den Boden. So, jetzt müsste aber immer noch funktionieren. Jawohl, funktioniert. So, dann hatten wir hier auf der Ebene ja die kleinen Balkons. So, außer hier rein, genau. Oh, klappt das überhaupt später hier mit dem, mit der Wand? Ja doch, müsste eigentlich. Da hinten hat es auch geklappt. So, bin schon mal gespannt. Wir setzen jetzt hier erstmal die Wände. So, perfekt.
Und da steht der erste Stock. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, bei dem anderen hatte ich hier gar nicht den Balken so nach oben. Wir müssen uns ja im Prinzip auch noch bewegen können in der Base. Also in dem Turm. So, ja genau, hier hatte ich diese Balken. Einen hatte ich hier quasi stehen, wenn wir direkt die Treppe hochkommen. Gut, dann reißen wir das halt nochmal ab. Ist jetzt auch nicht so das Drama. Okay, dann hier einmal den Balken. Hier hatten wir, glaube ich, ups. Hier hatten wir einen und hier hatten wir einen. Dann müsste es reichen, damit wir uns noch bewegen können. So. Hier einmal Außenseite, Außenseite. So, wunderbar. Dann machen wir auch gleich die Türen, dass wir die später nicht vergessen oder nochmal nachträglich hier platzieren müssen. So. Und das war's. Perfekt. Dann hätten wir die Ebene auch schon fertig. Und dann gehen wir zur nächsten Ebene. Da ist halt jetzt das Problem, wir müssen halt nochmal gucken gehen, wie ich es da weitergemacht habe. Wenn hier die eine Säule ist, das hätte ich auch eben auch gleich gucken können. Jetzt müssen wir die ganze Zeit hier hin und her rennen. Aber gibt Schlimmeres. So. Hier ist die Säule. Dann quasi. Okay. So, mal gucken, ob wir es jetzt hinkriegen. Aber ist ja kein Akt. So, hier hatten wir die Treppe, wenn sie richtig snappt. Genau. Hier. Sehr schön. Und muss ich mal kurz überlegen. Können wir ja alles schon mal hier fertig machen. So, sehr gut. Hier bin ich ja jetzt mit den Fundamenten dann nach oben weitergegangen. Eben für den Turm bzw. für das Dach, das wir nicht platzieren konnten. Zumindest nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber wir werden das schon noch irgendwie platziert bekommen. Bin ich mir sicher. So. Und ja, das war's. Hier noch überall die Abgrenzung hin. So, wunderschön. Der zweite Turm steht. Unsere Verteidigungsanlage hier nimmt langsam Form an. Also hier natürlich, da muss ich noch was bauen. Und hier die Tür. So, sehr schön. Dann ziehen wir auch gleich die Mauer hier durch, dass wir das hier fertig haben. So, hatte ich das hier? Ja doch, natürlich. Mussten wir ja da hinsetzen. So, komm, snap richtig. Danke. So, wir haben es fast, Leute. Zumindest die Reihe, also die ersten zwei Türme, die wichtigsten. Im Notfall so die Seitentürme sind jetzt so dramatisch. Die könnte man auch notgedrungen nochmal weglassen. Aber so sieht es halt besser aus, wenn wir hier so eine richtig schöne Festung am Start haben. So, zack. Wir haben natürlich jetzt auch doppelte Wände. Da kommt jetzt hier nicht jemand so schnell, also so einfach rein. Selbst wenn er jetzt hier sich durch die eine Wand durchbricht. So. Okay, was hatten wir denn hier? 1, 2, 3. Passt das auf der anderen Seite eigentlich auch?
Nicht, dass ich mich hier verzählt habe. 1, 2, 3. Ja, genau, dann. Hier einmal das hier. Ich glaube, ich habe mich trotzdem irgendwo verzählt. Oder? Nö, passt. Sehr gut. So, hier, das kann ich ja eigentlich zumachen. So, dann reißen wir das hier mal ein. Wie war denn das jetzt? Genau, hier können wir uns orientieren. Hier einmal die Spur. Da kommt dann der nächste Turm hin. So, super. Jetzt mal die ganzen Fundamente abreißen. So, gucken, ob es von außen auch schön aussieht. Jawohl, Leute, seht euch das mal an hier. Das ist doch mal eine richtige Festung, die wir uns hier hinstellen. Also da wird bestimmt keiner reinkommen. Wir müssen es halt nur mit NPCs noch ein bisschen ausstatten. So, da wir jetzt gerade hier sind, können wir auch gleich hier nochmal hier für die Optik ein paar Treppen hinsetzen. Fällt kaum auf, aber ist egal. Da haben wir jetzt hier was, das schön aussieht. So, perfekt. Noch ein paar Fackeln hier überall dran, dann läuft das. So, jetzt müssen wir natürlich hier auch für unseren Wall nach oben uns hier sowas aufbauen. Vielleicht hier einmal und hier einmal. Ach, die Hyäne ist gerade wieder gespawnt. Die hat sich gegen unseren Schieferrücken hier, also gegen den, also mit dem angelegt, so rum. So. Okay, cool. Dann können wir jetzt hier oben das Dach draufsetzen. Hier natürlich auch. So, das hier stört mich halt ein bisschen. Dieser eine Balkon. Beziehungsweise die beiden hier. Kann ich da jetzt noch was bauen überhaupt? Ne, wirkt nicht so. Ja, die müssten wir dann vielleicht nochmal nachträglich irgendwie abreißen oder sowas. Weil die stören dann halt. Ziemlich hart. So, da kann ich auch nichts reinsetzen. Dann machen wir es halt mal so. Ach, warte mal. Ich kann doch hier die anderen Treppen benutzen, die mit dem Geländer. Sieht dann hier etwas schöner aus, wenn ich hier auch so ein Geländer dran habe. Oben. Perfekt. Wie gesagt, hier die Balkons, die werden wir dann nochmal abreißen höchstwahrscheinlich. Beziehungsweise, komm Leute, wir machen es jetzt gleich. Es bringt ja nichts, wenn es scheiße aussieht. Ach, die Säulen hier hatte ich vergessen. Bei dem anderen. So, alles weg, was stört. Ja, so Feinheiten. Da muss man halt immer mal dran arbeiten, das ist ganz klar. Das wollte ich da nicht haben. Okay, super. Hier wäre es halt ganz geil, wenn wir hier nochmal irgendwie oben drüber könnten. Da können wir ja eigentlich. Nichts leichter als das. So, machen wir einfach hier. So. Einmal hier Kamikaze-Sprung. Und zack, perfekt. So,
Dann hier nochmal Geländer für die Optik. Das da unten reißen wir mal wieder ab. So. Dann hier auch alles weg. So, wird gleich dunkel. Wir beeilen uns einfach mal, dass wir den Part wenigstens noch fertig kriegen, bevor es jetzt hier die Nacht einbricht. So, sehr schön. Dann schnell noch die Säulen zur optischen Stütze. Nicht, dass es jetzt irgendwas uns bringt, aber sieht halt dann etwas besser aus, finde ich. So, sehr gut. Ja, hier ist halt, da fehlt halt jetzt irgendwas. Das ist halt ein bisschen blöd dann, aber wir könnten ja nicht alles haben. So, aber fast alles. Was sich bauen lässt, machen wir natürlich. Was halt nicht geht, geht nicht. Ist ja ganz klar. So. Ich mache hier auch nochmal so eine Tür rein. So, hier einmal Außenseite, einmal Dach und einmal falsch platziert. Sehr gut. So, wunderbar. Dann können wir hier ordentlich durchlaufen. Hier könnten wir eigentlich sogar Wände rein platzieren, dass wir nicht sinnlos in die falsche Richtung laufen oder sowas. So, aber fürs Erste bin ich zufrieden. So, wir überspringen jetzt mal die Nacht ganz kurz und sehen uns dann gleich wieder. Vielleicht können wir noch so ein oder andere Feinheiten in der Folge hier abarbeiten. So, Freunde, jetzt bei Tageslicht betrachtet, muss ich sagen, irgendwie ist es so halb geil. Es gefällt mir nur nicht so ganz. Ja, wie gesagt, hier hätte ich halt noch ganz gern die Balkons gehabt, damit das nicht so abgehakt aussieht. Beziehungsweise vielleicht könnten wir ja hier im Außenbereich, also quasi hier oben, hier noch so mehrere Balkons hinbauen. Wir müssen ja nicht alle direkt besetzen oder sowas, aber dass es halt etwas runder aussieht. Ich kann es schlecht beschreiben. Vielleicht auch so kompletten runden Außenbereich, dass wir außen nochmal so eine Wand, so eine, wie nennt sich das? Halt wie hier ziehen, nur halt außen. Dass wir einmal rundrum laufen können, im Notfall. Denn ich finde es halt wirklich optisch nicht so schön jetzt aktuell. Auch hier mit dem Tor und der Brücke. Ja, ich habe noch kurz überlegt, ob wir das Ganze nicht vielleicht einreißen, hier die Wand nochmal und die ein Stück vorziehen. Aber das könnte problematisch mit der Bauweise werden. Und ja, mehr Aufwand jetzt uns kosten, als es uns eigentlich lieb ist, ursprünglich. Ja, und wir wollen ja auch noch hier Türme hinbauen. Wir sollten mal gucken, was sinnvoll wäre, ob es sinnvoll wäre. Ich kann ja so prophylaktisch nochmal hier irgendwie eine Wand rüberziehen, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Weil wir müssen halt auch bedenken, hier läuft es spitz rein dann, ob wir das so mitbauen können. Was wir halt hier machen. Weil wir könnten zwar jetzt... Ja, eigentlich... Wir testen es mal ganz kurz, weil ihr merkt schon, es fällt mir gerade etwas schwer, euch das zu erklären, wie ich das mir so gedacht habe. Ich reiß das Zeug hier nochmal ein. Und wir gehen hier nochmal einen Ticken weiter nach oben. So, das kann ja von mir aus so bleiben. So. Dann setzen wir das hier auch nochmal ganz schnell prophylaktisch hin, dass es steht halt. Das war falsch. So, sehr gut. So, dann hier einmal das hier. Und genau. Da ist die Treppe. So. Dann
reißen wir nämlich das ab. Aber, ach, verdammt, dann haben wir das Problem. Hier ist ja die andere Treppe direkt. Gut, wir könnten es trotzdem irgendwie benutzen als Übergang. Aber ist halt scheiße platziert. So. Aber so wird es halt... So wird es halt ein bisschen besser aussehen. Mal gucken, wie das von halt, wie das von außen dann aussehen würde. Na, jetzt schon ein bisschen mehr Optik. Allerdings müssten wir halt innen drin dann die Treppe nochmal umplatzieren. So. Wow, was war das? Ach so. Wieder die Hyäne, die gespawnt ist. So, wer stirbt als erstes? Okay, nicht unser Schieferrücken. So. Ja, der hält schon mittlerweile ganz schön was aus. Spätestens bei der Purge wieder sterben. Safe. So, aber wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Purge, habe ich gerade gesehen. Wir können ja trotzdem hier immer noch weiter rumbasteln. Ist ja jetzt nicht so, dass wir das so lassen. Ja, wir können auch mal ein paar Baufolgen am Stück machen. Ist ja kein Problem. Viele haben ja auch gesagt, Baufolgen gehören dazu. Die sind ganz cool. Deswegen, vielleicht nehmen wir uns in der nächsten Folge ein bisschen mehr Zeit. Nehmen wir ein bisschen mehr auf am Stück, um das Ganze hier soweit fertig zu machen. Zumindest hier so ein Grundkonzept uns zu erstellen. Ja, ich kann ja auch schon mal so Kleinigkeiten eventuell für mich selbst hier bauen, um selbst zu gucken, was sinnvoll wäre, was machbar wäre. Denn, hey, ja, aktuell haben wir halt hier krasse Baustelle. Und ja, die Brücke hier sieht auch so ein bisschen nach nix aus aktuell. Ja, ich wollte halt eigentlich auch nicht die Mauer zu hoch ziehen. Aber es macht ja halt auch Sinn, dass die Mauer ungefähr so hoch ist, zumindest wie das Tor, weil ich finde das immer so kacke, wenn das Tor so beschissen absteht. Und man da irgendwie keine, ja, keine Verbindung zu hat. Ja, so wie es jetzt ungefähr ist, ist es schon optisch etwas schöner. Dann kann man hier so Zacken reinbauen. Hier geht's nach unten, hier geht's nach oben, dann wieder nach unten, nach oben und so. Ja, dass wir halt so ein Bild irgendwie reinbekommen. So, aber nichtsdestotrotz, Leute, die Folge ist lang genug. Ja, wir haben hier jetzt schon einiges fabriziert, einiges gebaut. Ob schön oder nicht schön, das ist hier die Frage. Keine Ahnung, vielleicht können wir die Türme auch noch ein bisschen höher ziehen. Ich weiß es noch nicht, wir werden es alles sehen, Leute. Aber das alles in der nächsten Folge. Und bis dann, Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wäre super cool von euch. Vielleicht sogar ein Abo oder das Glöckchen noch gleichzeitig geläutet. Das wäre viel, viel cooler. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!